Unsere liebe Freunde und Wohltäter, schöne Grüße aus Island. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich glaube, es ist dasselbe wie bei uns, dass die Leute immer mehr Angst bekommen wegen Covid, Arbeitslosigkeit und den Einschränkungen des Alltagslebens. Dann kommt von euch ein Gegenwicht und das ist das Stichwort Hoffnung. Wir wollen dafür danken, dass Sie unsere Hoffnungsträger sind und wollen mit euch Hoffnungsträger sein. Danke für Ihre Hilfe für unsere Bauprojekte wie Selfos, Kirche in Reidarfjörður, Ausbruch und so weiter. Verdankt Gott für Ihre Hilfe für unsere Formationsprojekte, für unsere jungen Leute auch. Gott segne euch. Blessidur allmächtiger Gud, Vaterin, auch Sohnurin, auch hin heilai anti. Amen. Tschüss, bye.